Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Kinderparadies mit dem Kinderbus oder so ähnlich. Was? Die Kinderparty, ja, wir fahren jetzt zum Leutnant. Zum Kinderleutnant, genau, zur Kinderparty vom Leutnant und davon rein. Das kann man jetzt auch falsch verstehen. Ja, das ist ganz schlechtes Intro. Ja, das sind wir ja gewohnt vom Besten, was Amerika zu bieten hat. Wir sind wieder zurück bei Ghost Recon Wildlands, Fallen Ghosts, um es jetzt mal ganz offiziell zu sagen. Und wieder nicht mit dabei, unsere Killer-Garnele, Furb oder wie es sich jetzt auch wieder nennt, ich weiß es nicht. Langsam könnten wir es ja eigentlich die Todesgarnele nennen. Die Todesgarnele. Ja, ist schon richtig, ja. So viel killt er ja nicht, er geht ja mehr drauf. Wo war jetzt nochmal Handbremse? Auf A, oder? Weiß es nicht. Ich glaube, ja. Oh. Oh. Das ist so ein Sondertipp, aber ich glaube, ich habe ihn erwischt. Oh, da kommen wir nicht mehr hoch mit der Schüssel. Doch, kommen wir. Wetten? Ganz 200 GT. Moment, frag mich. Juhu! Oh, aber gerade so. Ah, ein bisschen Vertrauen ins Lama Mobil. Das ist eine Festung, ich glaube. Oh. Ups, das war nicht der Plan. Oh. Müssen wir da rein? Erstmal die Drohne schicken. Ich hab noch einen Tango. Tango Nummer 3. Da ist die 5. Noch ein Ziel macht 10. Scharfschütze. Also wir könnten uns unten hier den holen. Und dann da außen rum. 15 Ziele gesichert. Noch ein Bunker, ja, das ist bestimmt Problem auch ist, dass einer, der ne? Leutnant halt voll in der Masse sitzt. Ja. Von den Leuten. Komm mal, da gibt's einen Hintereingang. Das ist irgendwie kurz dran. Nee, ich glaube. Keiner im Bunker drin. Aber wir könnten einfach hinten rum rein und eine Granate da hinten reinschmeißen. Hier auf der anderen Seite gibt's einen Eingang. Also wenn wir ganz außen rumlaufen, da gibt's eine Tür. Wir haben hier, siehst du, wo meine Drohne fliegt? Ja. Ah, ja. Da ist ein Eingang. Da könnten wir. Ich werde entdeckt. Pass mal, ich hab einen Trick. Ah, scheiße. Okay, sie muss wirklich abgeschossen werden. Ich hab's mal Weil ich habe jetzt geskillt, hier im Skilltree bei Fallen Ghosts, hier die Drohnenvergeltung. Aber das ist nur, wenn tatsächlich sie abgeschossen wird, dann explodiert sie und die tötet dann alle. Wie das gibt, es gibt ja dann nachher auch noch irgendwie, dass die Drohne schießen kann. Ja gut, dann lass mal außen rum gehen. Oh, ich werde schon wieder entdeckt, ey. Ja, da steht ja, das Sniper. Lass mal die zwei Snipers wegnehmen, bitte. Oh je. Aber das Problem ist, ich bin hier in so einem Abhang, wo ich ständig bin weiter entdeckt. Runterrutsch. Ja, läuft bei dir. Oh, das ist doch ein Witz. Ich laufe da hoch und bin sofort offen. In den Kommentaren hat er geschrieben, diese Signalpistole würde ja wirklich funktionieren. Ja, dann hau raus. Ja, ich weiß nicht, ob. Ah, da. Gibt auch Ablenkungsköder. Blendgranaten könnte man eigentlich mal mehr nutzen, oder? Oh. Ich werfe eine Blendgranate. Granate fliegt. Hola, hombre. Oh, wer schießt denn da wieder? Ich glaube, der Leutnant wird gleich flüchten, so wie es ausschaut. Ja, ich sehe ihn. Ich werfe nochmal eine Blendgranate. Kannst du mal den Sniper rausholen? Ah, da ist nochmal einer, oder was? Ich glaube, ich habe ihn. Oh nein, das ist so ein hässlicher. Geh down. Bitte mal den. Oh, ich brauche Hilfe. Ja, Martin hilft man und er. Na, wo hat's hergeschossen? Drohne kommt. Danke. Das ist der Leutnant. Oh! Woher denn? Hinter dir. Am Haus, da trifft mich doch nix. Sind auch wirklich alle entdeckt. Ich habe nur das Gefühl, dass sind noch ein paar. Das ist der Leutnant. Oh, leg dich doch nicht hin. Lass erstmal die anderen da rausnehmen, sonst haben wir, glaube ich, ein Problem. Der scheiß Maschendrahtzaun.
Kannst du da nicht durchschießen? Nee, der blockiert das. Die können durchschießen, nur ich nicht. Das war schon mal das Problem, deswegen bin ich schon ein paar Mal gestorben. Ah, doch. Da rennt er. Der ist an mir durchgerannt. Ich hab ihn. Das ist einfach in meine Arme gerannt. Was, ja. Was muss ich nochmal drücken zum Verhören? Geh mal Deckung erstmal. Nicht F. Schalten die mal. Was, B? Ich glaub E oder so. Oh. Hab ich dich jetzt geflasht, ne? Komm, zeig dich, du Penner. Oder hinten kommen noch welche. Ja, komm zu mir, ich bin schon ziemlich weit weg. Okay. Hier gibt's so ein kleines Tal. Ja, ich hab die Patrouille verloren. Ja, bei mir blinkt's noch. Ja, ich auch. Ich hab sie noch. Jetzt hab ich sie auch verloren. Was meinte die B-Bass? Nee, kann ich auch loslassen und dann knippt jemand anders. B ist es, ja, B. Knippt mal jemand anders. So, jetzt muss er mit dem Teufel, mit dem Räuberholzenplotz reden. Beim Rumpelstilzchen. Du sagst mir jetzt, wer für die Angriffe oben auf dem Berg verantwortlich ist. Bleiben Sie ruhig. Hören Sie, ihr habt nichts damit zu tun. Es war Rogers Idee. Er hat getarnte Soldaten an der Straße postiert. Die schalten unbemerkt jeden aus, der ihnen zu nahe kommt. Die Soldaten sind dabei, eine Versorgungsroute der Rebellen auszuschalten. So schlagen sie zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie verängstigen und können die ganze Region beherrschen. Problem ist, wenn wir jetzt direkt, nicht. Wenn wir den direkten Weg nehmen, laufen wir halt voll in die Leute. Also ich würde außenrum jetzt laufen, ehrlich gesagt. Da unten durchs Tal. Ja, hier unten. Weil da oben sind die alle noch was los, ja. In aller Bereitschaft. Ein bisschen Kletterspaß ist ja auch okay. Oh, Gott sei Dank. Dachte schon, ich gehe drauf. Ach was. Lass so lieber mal die Drohne schicken. Ja. Drohne fliegt. Ich nehme die Drohne. Oh, da ist nix, oder wie? Da ist nix. Okay. Gut, heißt ja auch erstmal nur erreichen, ne? Ja. Was, Stummerkrieg beginnen? Die Soldaten sind gut getarnt. Getarnte Soldaten. Oh ne, ich hasse getarnte Soldaten. Ne, da ist einer. Er ist erledigt. Ist das denn einer? Ja, ah ja, Tür. Macht Wärmebild, dann seht ja. ihr sie. Ja, ja. Da ist nochmal einer. Ich meine, kriegt man jetzt dadurch, dass es wieder höhere Level gibt, auch Rückmeldung, ob man einen Headshot gegeben hat oder nicht. Unten ist auch einer, nice. Er ist tot. Oh, da ist einer. Hab ihn. Sind zum Glück blinder als hier. Oh, der hat auch eine Armbrust, oder? Die ja, die haben alle eine Armbrust. Die müssen ja leise sein. Ja, warum haben die einen Schalli auf der Armbrust? Genau. Ja. Alles klar. Und die haben Bolzen mit Spezialgefieder. Tut so, als wär's ein anderer Vogel, oder wie? Genau. Aha. Damit man sie nicht sieht, damit sie getarnt sind. Mhm. Dann kriegst du hier sonst mal irgendwie Fleisch oder so zum Essen, ne? Dann guckst du halt gleich so, oh, wo kommt es her? Und zack, hast du es schon im Auge. Unten ist noch einer. Wo ist das hoch? Okay, die gehen mit einem Schuss alle echt weg. Ja, so die hoch. Sind die mit. Die, der Tarnanzug wird sie halt ja nicht schützen. Die sind ja, wir sind ja nicht bei Crisis, ja? Achso, oh. Langweilig. Das wäre dann so die letzte Stufe der, ja. der Söldner. Getarnt mit Crisis-Anzug. Wobei dort ja auch der Tarnmodus
dich nicht besser schützt. Da musst du schon den Schildmodus machen. Ja, die haben einen Tarnschildmodus. Ist da nicht rechts von euch einer oder ist das eine Leiche? Die Leiche, die da. Ah, ist die Leiche, ja, okay. Das wäre dann super genial, wenn die sich auch noch so tun würden, als wären sie eine Leiche. Gehst du vorbei und dann zack, zack. Sie auf und bang. Das habe ich halt früher in Call of Duty immer gemacht. Ich bin immer hingelegen in einen Leichenberg rein von anderen Mitspielern und so getan, als ob ich tot wäre. Hat als oft voll das funktioniert. Drei Stück unten. Hab ein. Sehr schön. Ich habe hier eine Leiche. Die soll wohl zur Warnung dienen. Verstanden. Das ist. Wo ist eine Leiche? Wir müssen hier aufräumen, bevor wir weiterziehen. Ah, da vorne hängt eine. Wo? Aufpassen. Sie siehst du nur, wenn du die Kamera ausmachst. So, die ist schon in der Stache oder wie? Zwei, drei, da hängen. Ja. Kann man den runterschießen? Der Arme. Total anstrengend. Nee, kann man nicht. Fabi wäre schon wieder viermal gestorben in der Mission. Gut, ich wäre auch schon fast dreimal gestorben. Und da vorne sind wieder ein paar. Ein Drecksack weniger. Sind auf jeden Fall gejagt. Ist da irgendwo noch einer? Oh, Störtruppen oder was? Das ist natürlich richtig hart. Ja, dann bleib mal. Weil wir sind noch nicht gestört. Oh, das ist ein Zivilist. Fuck. Ja, ich habe halt auf alles geschossen, was er in die Werbebild hat. Oh. Das ist natürlich nicht so geil, ne? Ja, ist halt die Frage. Ich bleib mal hinten, guck mal, ob wir vorgehen, dann guck ich mal, ob ich den vielleicht entdeck dadurch, weißt du? Wobei, Störtrupp siehst du so oder so nicht, ne? Doch, da ist er. Da ist er. Hab ihn. Hört immer noch irgendwo einer. Ist nur die Frage, wo. Einfach geduckt bleiben und ein bisschen vor, dann dürfte man ihn irgendwann eigentlich erkennen. Ja, auch getan, der Störtrupp? Ja, ja. Ich glaub schon. Ah, ist er. Fuck. Hab ihn. Okay, nice. Jo, jetzt ist es wieder offen. Und er war nicht getarnt. Nee, die, aber es gibt ja noch diese. Achso, nee, das sind die Tarntruppen, die wir. Genau. Die man gar nicht sieht, die man nur im Wärmebild sieht. Ist noch einer. Störtrupp. Was, wieder ein Störtrupp? Ja. Ah, da hinten ist einer. Oder? Nee, doch nicht. Ein Zivilist. Ist da nicht. Ja. Sie sind halt schon fast 300 Meter weg. Du musst ein bisschen die Bullet Drop einberechnen. Wo ist die Ratte? Hier. Einen. Ja, das war er. Gut aus, glaube ich. Da ist er schon, der ist schon weg. Ich sehe ein paar Arbeiter auf den Feldern. Ja, und Söldner. Wir können erst weiter, wenn die weg sind. Ist da im Weg. Fuck, was zum Teufel ist? Noch mehr Söldner. Jetzt wollen sie wohl das Dorf ganz auslöschen. Was ist das da unten? Wollen ist wohl nix. Vorne rechts. Oh, ne. Kommt gleich wieder der Mitteldeutsche Rundfunk. Same der. Vergeltung, ja. Auf untersuchen. Da werden wahrscheinlich auch noch ein paar sein, oder?
Jo. Drohne. Ich habe noch einen Tango. Ziel Nummer 5. Die Drohne fliegt. Mit ihm sind es 10. Sie nehmen Geiseln. Das wird nicht klappen. Ich geh mal rechts hinten rum. So eine andere Position zu bekommen. Ja, ich weiß nicht, wenn die Geiseln nehmen, ist wahrscheinlich nicht so geil, wenn wir jetzt einfach drauf rumbratzen. Sollten wir die schon wieder gezielt ausschalten, wa? Wie den Geiseln? Wie hier so in der Mitte? Ja gut, da ist eine Geisel. Bei dem Typ hier, bei der 1, da ist eine Geisel. Oder sind Geiseln. Das heißt, wir müssten am besten die drei ausschalten, die sind direkt bei den Geiseln. Der, da laufen zwei weg, die könnte ich wegnehmen. Oh, ich hatte entdeckt, Oh, ja, die zwei, die mich gerade versuchen zu entdecken. Beide weg. Gut. Ich brauche noch eine Position. Nehme ich jetzt den Geiselnehmern. Auch los, kann ich los. Ein Moment. Ja, ich wart einfach auf euer Signal. Wenn ihr sagt, ihr seid bereit, dann. Ich will gerade hier die Gebäude zwei noch abchecken. Oh, die zwei. Oh, die kommen. Nadine, pass auf, ich glaube, die kommen zu dir. Die kommen zu dir. Ja, die sind aufgeschreckt. Was? Ja, die sind aufgeschreckt. Oh, ich werde entdeckt. Oh, gerade noch. Da sind zwei Stück bei dir. Wieso kommt der da hinten her? Ich mache gerade ein bisschen Ablenkung. Fütterung beobachtet. Ich werf mal ein paar Blendgranaten, mach die mal ein bisschen blind. Hast du den? Nice. Einer ist noch da hinten. Im Heli. Letzter Kill. Hammer. Ja, schön. Puh. Es ist auch nur eine Geisel gestorben, der Rest hat überlebt. Ja, also. Gute Quote. Das ist okay. Das ist für uns eine sehr gute Quote. So, man kann neue Sachen kaufen. Oh, Reaktionsmarkierung. Markiert den Gegner, der den Ghost beschießt. Automatisch, okay. Kugelsicher, verleiht für kurze Zeit vollständige Immunität gegen feindliche Kugeln. 27 Punkte? Ja, Nahkampf mache ich was nicht. Aber Reaktionsmarkierung finde ich eigentlich relativ geil. Oh, das ist aber auch geil, kugelsicher, wenn du das voll. Wir brauchen ein bisschen von Brenntreibstoff. Dann könnten wir nämlich alle bei jedem Punkt schon mal eins reinmachen, bei jeder Fähigkeit, dann würden wir die epische Fähigkeit bekommen. Ja, ich bin gerade erst auf Stufe 34 aufgestiegen. Was, Angriffsdrohne ist ja aber auch geil. Aber die ist nicht so geil. Also ich hab's schon. Hast du schon, okay. Und ich hab's mal ausprobiert. Du hast nur am Anfang nur einen Schuss und ich weiß nicht, wie es dann weitergeht. Du machst auch kaum Schaden. Okay. Ja, maximal ein Schuss ist gerade. Ja, ich wasch mal das und Blutrausch. Ja, mir fehlt, Benzin fehlt ja, mir. Dann könnte ich alles machen, ja. Aber noch nichts. Ja, dann lass doch mal gucken, ob da was in der Nähe ist oder so. Nee, ist Map gar nichts mehr. Nur an den anderen Gebieten. Die Konvois ist gar nicht, oder? Nee, bis jetzt auch noch kaum einen gesehen. Also, es gibt schon noch, aber. Ja. Kaum noch gesehen. Ja, gut, dann würde ich sagen, dann, Vielleicht ist es noch ein bisschen aufgeteilt nach den Gebieten, dass man halt nicht im ersten Gebiet gleich alles bekommt, sondern halt die alle ein bisschen durchmachen muss. So, mal den Heli da nehmen. Es ist halt schon unwirksames Gebiet. Egal. Das ist ein Heli, ja, das ist ein Heli. Jetzt auf jeden Fall draußen. Ich mach das, ich fliege.
Lol. Bei mir war gerade voll der Bug, dass die, keine Ahnung, das rote Zeug, was da Martin anhat, bei mir neben Heli war. Und er aber schon im Heli oder auf dem Heli-Ding gesessen hat. Aber da kommt ganz schön viel Regen runter. Also viel hatten wir als noch nie im Hauptspiel, oder? Oh. Alles einfach. Oh, ich habe mich schon aufs Aussteigen bereit gemacht. Ja, so elegant wie ich es wollte, war es leider nicht, aber... Liege aber mal weg tief, hab da ein bisschen Schiss vor Abfangraketen. War durch die Stromleitung durch. Oh. Da war wohl eine Basis. Ja. Alles da vorne wird auch. Kontakt treffen wird ja nichts Wildes sein. Denke ich mal. Er ist im ersten Stock. Nee. Dann nix doch. Sonst. Auf keinen Fall. Geh ich nicht hoch. Da ist noch ein Tango. Oder sind vorne Gegner. Vorsicht. Oh, oh, oh. Ja. Was für eine beschissene Sauerei. Alter. Die wurden abgeschlachtet wie Tiere. Sind irgendwo Doro, ja. Schädel mit... Oh, oh. Mit Wirbelsäulen dran. Die sich für die Rebellen aussprechen. Meine Leute. Was, die Todesschwadron? Bei den Los Extranjeros sind eine Menge Ex-Santa Blancas untergekommen. Ja, sie wurden drinnen getötet und dann rausgezerrt. Ich hatte recht, hier sind noch mehr Spuren. Wir sind auf dem richtigen Weg. Hier ist eine Blutspur. Da sind sicher noch mehr Spuren. Hier sind viele Blutspuren. Wir haben hier einiges rumgefahren. Führerschein im Lotto gewonnen. Oder ganz schön ehrlich gehabt. Boah, yes. Was haben die gemacht? Sie führt offenbar zum Hafen. Nehmen wir es aber persönlich, das sind noch welche, oder? Vielleicht sind sie per Boot weiter. Hört mal reden. Vielleicht haben die ich wollte schon abknallen. Hier sind bewaffnete Männer vorbeigekommen. Haben Sie was gesehen? Selbst wenn, ich sag Ihnen gar nichts, klar? Na, danke auch. Tanta steht ins Feuer. Ja, als Schamane muss man das, weißt du? Ja. Mach gerade den Feuertanz. Ja. Hey, haben Sie gesehen, was da gibt's Munition. Ich habe Männer gehört und bin weg. Roger Soldaten sind in ein Boot gestiegen. Ich habe sie über ihre Opfer lachen gehört. Ich schätze, sie wollten auf die Insel. Danke, das hilft. Schon gut, du entspannst dich, ich fahre. Okay, die Insel sieht ziemlich fies aus. Will mal jemand eine Drohne schicken? Ja, mach ich grad. Da ist die Insel. Shit, überall Scharfschützen. Oh, fahr. Licht aus, wenn sie die Gelegenheit kriegen. Fahr mal dahinter die Klippe oder so, dass wir da ein bisschen Deckung sind. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Simon, bist du auch da? Ja, der ist gestiegen, ja, warum? Was ist los? Wir könnten Drohnenaufklärung brauchen. Ah. Glaub, wer...
Also 20 Stück heißt, ne? Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen was aufklären. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Nein, das geht natürlich ins Wasser. Ich kann ins Boot stehen, aber. Oh. 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 haben wir erst, ja. Da war es noch was aufgesprungen, 19. Wo kommen wir denn hoch? Dass sie noch eine Tarneinheit haben oder so. Aber da könnten wir ja kurz den Ding aktivieren. Ich ja, ist er. Hab ihn. 20. Okay, nice. Ja, den da vorne kann man ja schon mal wegnehmen, oder? Der da so allein steht. Wenn du das kannst. Da könnten wir auch an Land gehen, mal den. Ja, ja, links. Würde ich auch. Gerade aus, ja, wo der gerade gestorben ist. Ja, den weggenommen habe, ja. Oh. Oh, aber schnell. Ja, wir schwimmen hier lieber. Suchen uns jetzt schon. Ah, die haben die Leiche entdeckt. Dann geht irgendjemand geht nach rechts rum und dann. Und dann gehen links rum. Ist das eine Höhle? Nö. Ziel eliminiert. Man könnte auch. Man muss es nicht leiser sein, aber man könnte auch den Heli nehmen und dann einfach mit dem MG reinhauen. Du siehst das, MG, ja, da bin ich, da sind wir ja direkt, das wird zerstört. Ja, dann jagst du ihn wahrscheinlich mit in die Luft. Oh, das war die amerikanische Schussweise. Einfach mal voll drauf. Verteile doch nur meinen Bildungsauftrag, Martin. Kannst du das irgendwie an einem Hebel ausmachen? Nee. In die Luft jagen. Mach's nicht. Dann fliege ich mal los. Und wenn ich ein bisschen weg bin, dann schaltest du es aus, alles klar? Okay. Ladung scharf. Klick da links aufs Meer. Oh. Oh. Ist kaputt. Gut. Da geht's los. Was ist denn der? Ist, glaube ich, im Haus drin, oder? Der hinten dran. Kann leider nicht durch die Wand schießen. Den. Socrates? Nice. Wir haben Rogers Todesschwadron gefunden. Sie sind keine Gefahr mehr. Gut gemacht. Jetzt können die Menschen in diesen Dörfern wieder ruhig schlafen. Und die Söldner lassen sie in Zukunft hoffentlich in Ruhe. Da haben wir den König. Major Roger und seine Leibwache haben sich in ein großes Lager in den Bergen zurückgezogen, um sich dort neu zu formieren. Es heißt, er sei unsichtbar, wie eine Art Dämon. Soviel ich weiß, benutzt er ein Hightech-Tarnsystem. Ihn ausfindig zu machen, wird also nicht einfach. Ein Hightech-Tarnsystem, naja, das wird ja lustig. Das wird lustig, ja. Das ist hier so nebelig. Sicht gleich null, ich wollte auch gerade sagen. Das ist nachher gut für Swender. Muss so sein, wenn man mit dem Heli fliegt. Geht fix.